Servus Freunde, hier, das ist ein sogenanntes Whisky Hintragebradel. Übersetzt heißt das ein Whisky Hintrage-, Servier- oder Transportbrettchen. Und wie wir das herstellen, das zeige ich euch in dem Filmchen hier. Ja, da haben wir hier oben unser Raritätenmuseum und da gucken wir mal nach einem schönen Brett und ja, da werden wir schon was finden, denke ich. Da haben wir was gefunden, hier, das ist feine Esche, die ist jetzt noch ein bisschen, ja, nicht so fein, also die wird sozusagen jetzt gehobelt. Das machen wir mit unserem Eisenschwein, mit unserem Wotan und dann werden wir mal sehen, wie das aussieht nach dem Hobeln. Das sieht jetzt schon wahrscheinlich schon besser aus. So, da haben wir unseren Wotan hier, das Eisenschwein, über eine Tonne schwer. Und dann gucken wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Erstmal 3 mm runterhobeln und dann schauen wir mal, was es gibt. Na, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Ich werde es wahrscheinlich dann nach dem weiteren Bearbeiten noch ein bisschen ölen oder wachsen, das muss ich sehen, was halt am besten wirkt. Ja, hier sieht man mal schön, das ist wunderschön. Esche bin ich ein ganz großer Fan von. Als nächstes werde ich es zuschneiden. Es soll ungefähr A4 Blattgröße haben, also so 30 cm lang. So, der nächste Schritt war alles zu entgraden. Als nächstes werden die Versenkungen für die Whiskygläser reingefräst. Dann nehmen wir einen Forstnerbohrer. Jo, das ist das Teil. Ziemlich schwer, ziemlich groß und ziemlich scharf. So. Da haben wir das Ergebnis. Perfekt. Als nächstes wird die Gravur aufgebracht mit unserem Laser. Das ist eigentlich das Highlight. Ja. Ja, sieht schon richtig gut aus. Ganz fein. Ja, natürlich kommt auch unser die Sägewerkerei-Logo mit drauf. Das ist ja ein Muss. Ne? Und die Leute auch wissen, wo das herkommt. Nach dem Gravieren habe ich es dann nochmal geschliffen. Letztendlich habe ich es dann geölt. Das hebt die Maserung am besten hervor. Man kann es auch wachsen, aber mit dem Öl kommt die Struktur einfach viel besser durch. Ja. Ja, Freunde, habt ihr gesehen, wie das hergestellt wird? Vielleicht könnt ihr es auch selber machen, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Wenn ihr sowas haben wollen würdet von uns, hier die schönen Brettchen oder auch andere Geschenkideen. Weihnachten ist bald. Oder zu welchem Anlass auch immer, Geburtstag etc. Dann sagt uns Bescheid, schreibt es in die Kommentare, ja, oder kontaktiert uns im Web, findet unsere Nummer überall. Ja, da bleibt mir nichts weiter übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wenn euch das Filmchen gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun, müsst ihr aber nicht. Also bis zum nächsten Filmchen. Ciao, ciao.